Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt von mir, Devil Challenger One. Das Projekt, ihr seht es schon, es ist Star Trek, drücken Sie Enter. Nein, es heißt glaube ich anders, es heißt Star Trek 3D-kompatible Game. Nein, Bandai Namco Games. Egal, es heißt einfach nur Star Trek. Und bevor ich jetzt hier weiter schwatze, drücke ich einfach mal Enter. Willkommen im Menü. Ja, ich habe schon angefangen, habe schon etwas getestet, wie die Steuerung ist. Habe es mir schon ein bisschen angeguckt und ja, ich habe meine Einstellung gemacht, ich habe alles gemacht, das ist alles sehr schön. Und ich mache jetzt einfach ein neues Spiel. Wollen Sie Ihre Verbesserung EP und Forschungsdaten zurücksetzen? Das ist nicht notwendig, um ein neues Spiel zu beginnen. Ja, ich möchte sie zurücksetzen. Sind Sie sicher, dass Sie ein neues Spiel beginnen möchten? Vorherige Speicherdaten werden hierbei überschrieben. Ja, genau. Und ich habe es jetzt mal durchgespielt und hatte es auf Mittel, kurze Zeit auch mal auf Schwer. Aber ich finde das eigentlich schon recht hart auf Mittel. Deswegen, ich mache jetzt einfach mal leicht. Also bitte nicht Pussy nennen oder so, sondern das ist schon schwer. Also jetzt können wir wählen zwischen Spock und Kirk, Mr. Spock. Taktisch, präzise und logisch. Oder spielen Sie als Kirk, Page Down. Okay. Man kann auch wieder zurückgehen und Kirk nehmen. Und Kirk, waghalsig, mutig und clever. Oder spielen Sie als Spock. Okay, gut. Ich denke mal, ich nehme mir den Kirk und gehe auf öffentlich, privat, offline. Nein, ich gehe auf privat. Und damit startet das Spiel. Tipp, Tricorder-Fähigkeiten verbrauchen Energie. Oh. Wow. Wo sind Feinde? Stirb! Stirb! Da! Alter, der stirbt hier immer noch nicht! Grenade! Okay. Mampf, Mampf, Mampf! Attack. Fight. Weiß. Enterprise Box Hauptquartier. Choice was valid, Captain, but highly predictable. Predictable? It's one of I ever been predictable. That is precisely why the move was predictable, Captain. Captain, we have received an emergency signal from a nearby space station. Please report to the bridge at once. Shall we finish the game later, or do you concede defeat? You should know me better than that by now, Spock. I never. Und was passiert jetzt? Er schummelt. Auf dem 3D-Schachbrett. Tipp, Phaser kühlen schneller ab, wenn sie nicht völlig überhitzen. Okay, gut. Dumm, dumm. Okay, also wir sind jetzt Kork, wir können uns hier bewegen. Wir können auch gucken. Können wir das in die Hand nehmen, was ist das? Egal. Da ist das Schachfeld und hier ist Mr. Spock und geh da hin. Jetzt kann ich hier noch was am Schachbrett machen. Nein, kann ich nicht. Schade. Was ist denn das denn da hinten? Eine Anlage. Und ein Handy. Ich will da hin.
Alter, kannst du es jetzt nicht greifen? Oh, und Babymilch. Okay, gut. Egal, wir können uns hier bewegen. Yippie. Ich tanze. Und wir gehen jetzt mal hier raus. Und hier sind hässliche Figuren. Piep, piep. Okay, hier können wir schon mal nicht entlang. Ja. Ach, egal, geh weg. Piep, piep. Okay, hier können wir auch nicht rein. Und hier ist eine grüne Lady. Hallo? Können wir dich... Hallo? Kann ich nicht anschreiben. Die arbeitet da wohl. Okay, gut. Hier ist die Brücke, da können wir rein. Können wir hier noch irgendwas machen? Okay, nein, da will ich gar nicht entlang. Ab auf die Brücke. What's going on down there? The radiation from those binary stars is making communications difficult. But the station appears to be in some sort of distress. Check off readings. They're operating on emergency power and are struggling to maintain output. Unknown. Captain, they have issued a request for immediate evacuation. Let's help them out. Mr. Scott, prepare transporters. I wouldn't recommend it, sir. Those stars are giving off too much interference. Unless we achieve manual lock, we might fry those little guys. I'm gonna get them out the old-fashioned way. Prepare my shuttle, meet me in the bay. Aye, aye, sir. Captain, in spite of your seemingly endless desire to stretch your legs, I must remind you that you are still a Starfleet captain. This is clearly a job that Mr. Scott and a few ensigns can handle. But then I miss all the fun. Sir, the more prudent choice would be to stay on the Enterprise and wait for a response to our hails. Lieutenant O'Hara, any response to our hails? None, sir. No, looks like I'm going. Tja, so ist der Kirk immer. Okay, halten Sie E-Turbolift benutzen. Captain, I must insist. Insist? You know what, Mr. Spock, a change of scenery might do. Captain, come with me. So, und hier sind wir wohl im Hangar. Your shuttle's ready, Captain. But do you think it's wise to go yourself? Okay. Gut, und hier sehen wir den Hangar. Mit kleinen Raumschiffen. Eher gesagt Transportern. Können wir rennen? Nein, können wir nicht. Okay. Das heißt, wir bewegen uns langarschig dahin. Machen Sie sich fertig. Und jetzt haben wir coole Anzüge an. Aber blau gefällt mir irgendwie besser. Den will ich. Kriege ich aber nicht. Halten Sie E-Shuttle betreten. Shuttle betreten. Okay, gut. Das heißt, wir sind jetzt auf diesem anderen Schiff. Oder kommen jetzt an. Und die Luke schließt sich. So, und wir sind jetzt hier und... Wir laufen hier auf Glas, okay. Oh. Was soll das? Ah, jetzt können wir springen. Yippie. Ich bin eine Ballerina. Yippie. Okay, nein. Wir gehen jetzt hier entlang. Wir können immer noch nicht rennen. Okay, Spock ist noch hinter mir. Ja, komm zurück. Nein, brauchen wir gar nicht. Wir müssen einfach hier weiter.
Haha. Der Arme. Okay, da ist Missionsziel. Ja, ich weiß schon, Mr. Spock. Okay, hier können wir jetzt rein. Dim, 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 dim. Hallo, Spooky. Nein. Okay, wir gehen mal hier weiter. Krabbeln hier wieder raus und... Wow. Ich will eine Knarre haben. Left Control, um sich von einer Kante fallen lassen. Boom. E aufstemmen. Und jetzt müssen wir E drücken. So. Ein Vulkan, ja. Okay. Okay, und das habt ihr ja schon gesehen. Hier können wir drauf und öffnen. Vulkan, ja. Ich kann den nicht schlagen. Okay, man kann auch auf der Stelle hüpfen. So. Okay. Und jetzt sollen wir hier durchgehen. Ach, Spock lauert schon wieder. Tricoder. Signale angleichen. Was muss man hier machen? Was muss man hier machen? Verdammt. Warte, so. Und hallo? Mein Gott, wie schwul. So, Spock, mach du das. Hast du's? Mr. Spock, mach. Mach das. Kann man jetzt hier durch? Ah, jetzt müsste ich Spock hier hin. Eine Brücke. Die stürzt gleich wieder ein. Guck, was habe ich gesagt? Und... Flieg, mein Vöglein. Hingeflatscht. Okay, und jetzt hängen wir hier. Scheiße, ich dachte, er fliegt weg. Und hoch. So logisch. Und rüber. Und hoch. Und hoch. Mr. Kirk, einsatzbereit. Okay, und jetzt sollen wir... Ja. We need to disable that laser arm. Okay, gut. Wir sollen jetzt diesen Laser Arm holen. Wupp. Deaktivieren. Kann man den auch deaktivieren? Nein. Oh, und Spock handelt sich hoch. Komm hoch, Spock. Geht doch. Komm hier hin. So, und jetzt müssen wir hier hoch. Yippie. Okay, und jetzt müssen wir uns hier festhalten und wieder rüberhangeln. Hopp. Rüberhangeln, hoch.
Och. Mr. Spück, komm her. Aha. So. Kommst du? Mr. Spück? Ah, da kommt er. Okay. Ich glaube, das bricht gleich. Okay, nein, stabil. So, und hier müssen wir wieder aufstemmen. Busy put. Drücken Sie C, um sich zu ducken. Oh, jetzt habe ich meine Laserkanone. Wo sind Gegner? Spuck. Wo ist er? Ach, da hinten. Da. Hui. Okay, also. Jetzt können wir hier zu den... Komm her, Spock. Mein Stuhl knackst. Okay. Stirb! Nein, ich schieße sie nicht ab. Stirb! Kaputt machen! So, Turbolift benutzen. Also, jetzt haben wir unseren Phaser und können schießen. Oh. Upgrades verbessern. Schön. Oh, cool, jetzt habe ich einen Helm an. Raus hier. Wow, hell. Jetzt. Oh, dahin wollte ich doch gar nicht. Aua. Mein Gott. Hock dich doch hin. Geht doch. Haha. So, und da hinten müssen wir jetzt hinlaufen. Und möglichst nicht von diesen Strahlen erwischt zu werden. Da. Lauf, lauf. Run, bitch, run. Ah, wir sind gleich da. Rennen. Und nochmal verstecken. Niemand sieht mich. Rennen. Boah, aufstemmen. Helf mir, Spock. Jetzt müsste die Tür zugehen. Das wäre cool. Schade. Nein, geht nicht. Okay, und wir sind im Innenleben des Raumschiffs. Oder eher gesagt, dieser... des Kerns. This will allow the other person to engage the locking
Okay, also, es ist riskant. Und Mr. Spuck, du machst es da. Okay, macht er ja schon. Schön. Ja, dann slow it down. Da. Boom. Okay, erster Ring geschafft. Ja, okay, dann. Jetzt können wir wohl auf diesen Ringen laufen. Yippie. Okay, ich muss hier hinlaufen. Wo ist es? Da. Ja, Spock, du musst es aktivieren. Dödel. Hallo. Wo ist denn jetzt diese Steuerkonsole? Soll ich das jetzt machen, oder wie? Nein, der macht es doch. Okay, nein, ich muss es wohl machen. Dann mache ich das halt. Hallo? Okay, dann macht's halt Spock. Sag mal, macht der das jetzt mal? Dahin. Es ist wirklich so schwer. Okay. Ja, ist ja schön. Ah. Aktivieren. Wo ist das Ding? Da. Er hat's getroffen? Ja, hat er, okay. Oh, jetzt müssen wir noch da unten. Run, Bitch, run. Oh. Ja, ouch. Hallo? Oh, es wurde also schon gemacht. Renn. Au. Hallo, duck dich doch. Oh mein Gott. Geht doch. Oh je. Ah, geht doch. Hilfst du mir mal? Geht doch. Boom. Oh je. Okay, eins schaffen wir noch. Autsch. Hey, ich wollte nicht rollen. Haha. Autsch. Okay, das war wohl nichts. Eine kleine Deckung. Das ist wohl gar keine.
Deck dich. Hui, Sonne. So. Decken. Oh, große Deckung. Jetzt dürfte ich es aber schaffen, durchzurennen. Rennen. Autsch. Wie kommst du mal hierher? Eine Frau. Klassenkameraden, okay. Arme. Puff. Run, kleiner Kirk, run. Ja, ich renne doch schon. Ja, warum sollte ich auch stoppen? Mein Gott. Wow. Wie kann man nur so hoch hüpfen? Unlogische Scheiße. Star Trek Enterprise. Coole Musik. Und das war damit Part 1 von Star Trek. Ich beende damit jetzt hier die Aufnahme und wir sehen uns dann, ja, so schon besser. Wir sehen uns dann beim nächsten Part, wenn es heißt Star Trek The Video Game. Tschüss und bis zum nächsten Mal.